Hallo und herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge Let's Play Dark Souls 3. Beim letzten Mal, ja toll, das Bonfire hätte ich auch so gefunden, aber die gemalte Welt von Ariandel betreten. Und ich dachte jetzt, ich hätte das irgendwie in Secret Bonfire entdeckt, in die wir ja mehr oder minder gefangen wurden von dem einen Typen. Und hier ist eine Leiter. Bevor ich über die Brücke gehe, schaue ich mir doch erstmal an, was man hier findet. Und ja, wir haben schon einiges entdeckt. Pharon treibt hier sein Unwesen zusammen mit seinen Wölfen. Also, was heißt sein Unwesen? Ich höre einen Lizard. Und irgendwelche Krieger mit solchen Hörnern. Da sind die Fliegen an der Decke. Oh, die können diesmal sogar fliegen. Die letzten sind ja nur gekrabbelt. Aber wenn ich sie runterschieße, macht es extra Schaden. Sehr schön. So, aber hier sieht es auch so aus, als ob man eher zurückkommt. Ein Beichtstein. Also so ganz habe ich noch nicht verstanden. Also wir haben schon erkannt, dass Sullivan hierher kam, was auf jeden Fall interessant ist. Und da die gemalte Welt ja scheinbar hier wieder so ein Gefängnis ist, kann ich mir durchaus vorstellen, dass Sullivan... Ah, guck mal, da ist der Lizard. Hier einst gefangen war. Natürlich. Tschüss, Lizard. Große Titanitsche, aber die kriegt ja trotzdem. Wow, das ist ja irgendwie relativ wenig für einen Lizard. Da sind zwei auf jeden Fall. Das habe ich mir nämlich fast gedacht. So wollte ich das auf jeden Fall nicht machen. Das lief nicht wie geplant. Aber okay. Die Frage ist... Wollen wir jetzt hier weiter runter? Wenn ich hier runtergehe, sieht es so aus, als käme ich nicht mehr zurück. Dann würde ich erstmal sagen, gehe ich erstmal zu dieser Kathedrale oder was das ist, weil die interessiert mich jetzt eigentlich ja schon ein bisschen mehr. Ich bin ja immer so der Typ, der will gerne erstmal die optionalen Sachen abschließen, bevor es an den Hauptteil geht. Aber da man... Ja, man kann leider nicht immer erkennen, was der optionale Teil ist, auch wenn ich ganz ehrlich sagen muss, diese Brücke sieht mir auch nicht mehr sonderlich stabil aus. Aber wir werden herausfinden, ob wir das überleben. Doch, die scheint auf jeden Fall noch zu halten. Sehr gut. Sehr gut. So gefällt mir das. Dahinter sind auf jeden Fall Gegner. Damit habe ich ja kein Problem. Solange die Brücke hält. Ach, das sind wieder die Typen hier. Die sich verwandeln. Die vom Pfad der Kreuzigung oder wie das hieß, ne? Sehr schön. Also ich würde mal alles darauf wetten, dass mich in dieser Kathedrale jetzt ein Boss erwartet. Oh, guck mal, da sitzt noch einer. Die greifen mich gar nicht an. Mich greifen nicht alle Gegner in dieser Welt an. So viel habe ich schon verstanden. Ich weiß bloß nicht, ob das eher sowas... Da ist ein Typ. Wer bist du denn? Well, you look to be unkindled. Ja. No bell tolls. And yet you've slipped into the painting. Ah, no matter. If you've lost your way, the words of Lady Frieda will guide you. Now, go on inside, show respect and listen carefully. Okay, ich bin ziemlich verarscht worden, als ich hier reinkam. Und das, was da drin sich so anhört, klingt auch nicht sonderlich gut. What's keeping you? Go on, right inside. Show respect and let Lady Frieda speak to you. Okay, ich bin echt gespannt, wie das endet. Ich bin gespannt, wie das enden wird. Ich guck bloß erstmal ganz kurz hier dahinter. Ah. Hohler Edelstein. Na gut, ich würde jetzt nicht drauf wetten, dass die gute Frieda sonderlich nett zu mir ist. Wie ich aber auch mit meiner bloßen Kraft immer diese Türen aufgestoßen kriege. Auf jeden Fall gibt's ein Bonfire. Ah doch, die scheint ganz nett zu sein. Weiß aber dann nicht, wo diese... Ah, okay, das kommt von woanders. Die seltsamen... Geräusche. Ich habe fast das Gefühl... Warum ist hier ein Hebel? Kann man hier auch von der anderen Seite zuerst ankommen? Das wäre ja interessant. Auf jeden Fall haben wir hier ein Bonfire. Aha. Ein paar Gemälde.
alle von der gleichen Person, oder? Das da sieht gefährlich aus. Ist das eine Statue ohne Kopf? Naja, ich bin ja gespannt, was die gute Frau uns jetzt sagen wird. Ich würde fast sagen, das ist die auf dem Gemälde, aber ich bin mir nicht 100% sicher. Welcome to the painted world of Ariandel. I am Frida. I have long stood beside our blessed father and the rest of the forlorn. But forlorn thou seemest not, Ashen One. I know not the missteps which led thee to this painted world. But thy duty is all, and thy duty lieth elsewhere. Return from whence thou camest. I presume it visible to thee, the bonfire here in this room. A meek and faded thing, but 'twill guide thee nonetheless. Mensch, das hat Priscilla doch genau so gesagt. Ihr müsst dahin zurückkehren, wo ihr herkamt, oder wie sie das gesagt hat, ne? Ah, yes. There is a thing thou shouldst by rights possess. Ours is a chance encounter, to be sure. But perhaps it was meant to be. Let this be a remembrance of this cold world. A thing to help thee bear thy duty. Frostbissring. Now, return from whence thou camest. Thou'st a place in that world, and that alone is cause to rejoice. Es scheint wirklich wieder so ein Gefangenending zu sein hier. Also ganz ehrlich, hier sind so viele Summon Signs. Hier ist irgendwie mehr. Ich weiß nicht, ob ich die angreifen sollte. Ich denke mal, der Frostbissring. Der schützt mich wahrscheinlich einfach nur vor Frostschaden, ne? Ja. Einer der Bissringe aus Karim. Da das Gemälde und sein Frost zu Friedes Heimat wurden, trug sie diesen Ring nie an ihrer Hand. Hm. Okay. Der kommt aber komischerweise auch aus Farim. Okay, die will, dass ich wieder gehe. Das wäre aber irgendwie zu einfach. Wir gucken mal, was wir hier finden. Was? Das ist keine Tür? Sieht ehrlich gesagt nicht so aus. Komisch. Das ist wiederum etwas seltsam. Also, wenn ich raten müsste, würde ich sagen, wenn ich die Frau angreife, passiert hier irgendwas. Ich will das aber natürlich noch nicht sofort machen. Wenn da wirklich was dahinter steckt, will ich das mal natürlich angucken, falls die noch irgendwie eine wichtige Rolle spielt. Mich würde mal interessieren, was der Typ vorne jetzt sagt. Lady Frida has spoken, has she not? Then tarry no longer and be gone. Hm. There is one thing you should know. Inside the cold painting, curiosity could be your cross. Stray from the withering flame, and the snow will swallow you whole. Okay. There is one thing you should inside stray. Naja gut, aber tot bin ich gewöhnt, ne? Wenn wir mal ehrlich sind. Damit kannst du mich nun nicht wirklich abschrecken. Weißt du was, die lasse ich jetzt einfach mal. Dann gehen wir mal den anderen Weg weiter, würde ich sagen. So, da ist dieser Turm, den wir in der letzten Folge gesehen haben. Aber da ist eine Leiter nach unten. Aber wie komme ich da runter? Ich glaube, da kommt man hinten irgendwie raus, so wie das aussieht. Also ich glaube nicht, dass man hier oben runterspringen soll. Ich kann mir nicht vorstellen, dass man das überlebt. Da muss man irgendwie von unten weiterkommen, so wie das aussieht. Dann gehen wir mal in die Richtung weiter, da wo wir schon waren. Ja, die Frage ist jetzt, wir könnten entweder zu diesem Turm darüber gehen, da müssen wir noch hin, aber wir müssen auch hier weiter. Das Ding ist, wenn ich zu diesem Turm will, muss ich mich wieder durch diesen ganzen Wolfswald da schlagen. Auch wenn ich ehrlich gesagt vermute, dass der große Wolf nicht nochmal kommt, muss ich ganz ehrlich sagen, gucke ich mir doch lieber erstmal das da unten an. Daneben, Freundchen. So. Irgendwas fallen lassen? Nö. So, und ich denke mal, man rutscht hier jetzt runter, so wie das aussieht. Ja, das war so klar.
So offensichtlich. So, und hier ist jetzt eine Stadt oder was? Auf jeden Fall ist hier nicht mehr ganz so viel Schnee, habe ich das Gefühl. Ich habe was gehört. Na gut, wir gucken mal. Hm? Große Seelen. Also wir finden hier auch hauptsächlich nur Seelen momentan. Nicht irgendwie was, was uns was über die Welt erzählt, wenn wir mal ehrlich sind. Was ich gerade ein bisschen schade finde, weil ich würde gerne wissen, was da jetzt nun hier noch... Ob da hier noch mehr dahinter ist oder ob das wieder bloß wirklich so eine Welt ist, wo die ungewollten Wesen reingeschickt werden. Zum Beispiel die da. Die sehen ziemlich ungewollt aus. Lebt ihr noch? Also sie, irgendwas labert hier auf jeden Fall, beziehungsweise macht Geräusche. Sind, die haben Krähenköpfe. Das lebt nicht. Das lebt. Und die kotzen dann einfach. Okay. Das lebt wiederum nicht. Vielleicht habe ich auch einfach nicht getroffen. Man weiß bei Dark Souls ja nie. Aber scheinbar lebt es nicht. Das lebt auch nicht. Das lebt. Wirklich verstanden habe ich das zwar noch nicht, aber okay. Ich bleibe erstmal ganz kurz hier oben. Und sehe mich noch ein Stückchen weiter hier oben um. Okay, hier geht es auch nur nach unten. Aber hier oben gibt es noch ein Item auf jeden Fall. Da drüben. Ah, da komme ich von da drüben dann hin, okay. Lebst du noch? Yep. Und du da? Jo. Die können also auch noch leben. Was kotzen die denn eigentlich die ganze Zeit? Vielleicht sollte ich mal näher gehen und es herausfinden. Ja, komm, wir sind mal ein bisschen mutiger jetzt hier. Auf jeden Fall sind sie relativ schnell besiegt. Ich muss echt aufpassen. Alles lebt nicht. Was das Ganze aber wesentlich... komplexer macht, dass hier nicht alles lebt. Weil das heißt, ich muss extrem aufpassen. Zack. Aber gut, da alles One-Hit ist, ist es im Ende ziemlich egal, ob was hier lebt. Boah. Ich dachte, um den habe ich mich schon gekümmert. Da steht er auf einmal wieder auf. Oh, das ist so eine Haarfrau. Die kenne ich doch noch. Eine Haarfrau ist auch gut, oder? Frauen haben in der Regel Haare. Mehr Gegner. Also ich würde mal fast sagen, dass das mal wieder ein Giftgebiet. Alter. Ich glaube, ich tue hier was Gutes, wenn ich euch alle abschlachte, darf ich das mal sagen? Frage ist es ein Toxin-Giftgebiet oder ein normales Giftgebiet? Weder noch. Das hätte ich jetzt nicht erwartet. Also hier lebt echt doch einiges. Warum habe ich das dann nicht von oben treffen können? Oh, der ist größer. Ah, der überlebt auch nur einen. Okay. Warum habe ich so wenig von oben dann treffen können? Die hier sind tot. Der da lebt noch. Ah, das war's dann ansonsten auch scheinbar. Ja gut, da komme ich wahrscheinlich einfach durch die Tür, die ich schon gesehen habe. Hier wird wahrscheinlich keine Wand sein jetzt. Irgendwo ist hier auf jeden Fall noch so ein Kristall-Lizard. Ich hätte jetzt fast schon wieder mit einem Giftgebiet hier gerechnet. So, da muss ich dann von da oben springen. Das wird bestimmt auch ein toller Sprung. So wie ich mich kenne. Den habe ich... zum Glück noch gesehen, bevor er mich so richtig erschrecken konnte. Das ist einfach Eis, glaube ich. Deswegen knarzt das so. Also hinter dem Tor ist auf jeden Fall noch so eine... Ach Gott.
Ist das widerlich. Ist auf jeden Fall noch so eine Frau. Was bist du denn? Was zum... Ich pass lieber auf, der ist bestimmt super stark. Das ist ein Ninja. Alter, geht's dir auch gut, Freundchen? Ich muss mal gegen angreifen, ey. Ich komme ja gar nicht zum Angriff, verdammt. Au. Au, au. Blutverlust kommt gleich. Lieber hochtrinken. Ja, da ist der Blutverlust. Ah, oh, ey. Alter, gehst du mir auf den Sack, Freundchen. Heilige Scheiße, der hat ja reingehauen, ey. Scharfer Edelstein. Vor allem, weil man ihn auch irgendwie... Die Angriffe kamen so schnell, dass damit Ausweichen nicht viel war, um ehrlich zu sein. Da bist du einem ausgewichen, dann kam schon der Nächste. So, ich habe gesehen, da war gerade eine Leiter. Aber ich wollte eigentlich gucken, ob hier noch mehr ist. Mhm. Diese Maden, sind das Maden? Oder Eier nur? Wir sollten auf der Hut bleiben. Irgendwas ist hier doch. Ich bleib an der Wand. Sicher ist sicher. Da oben? Nö, da ist auch nichts. Ich glaube, da draußen ist noch so ein Ninja, kann das sein? Ich fand ihn ja jetzt schon recht anspruchsvoll. Wo seid ihr, blöden Viecher? So. Du stehst. Weil da eine Nachricht vor ist, hatte ich nämlich jetzt schon fast vermutet, dass du wahrscheinlich mir was sagen willst, oder? Ja. Oh. Well, there is nothing forlorn about you. You must be the other Ash, I suppose. Ja, mich würde mal interessieren, wer die andere ist. Oh, finally, you have come. Oh, wondrous Ash. Grant us our wish. Make the tales true and burn this world away. My lady must see flame, and you have only to show her. You are ash, are you not? Is it not fire that you seek? Ja gut, mich würde aber mal ein bisschen mehr interessieren. Also wenn du willst, dass ich dir helfe, brauche ich ein paar mehr Informationen. Surely you've seen the rot that afflicts our world. But that which fooled the good father and buried the flame. After we had all made up our minds too. So, please, grant us one wish. Make the tales true. And burn this world away. Jetzt sag bloß. My lady must see flame. And you have only to show her. Jetzt sag bloß diese böse Hexe. Ich hab den Namen bloß nicht mehr im Kopf. Ist Friede. Vielleicht läuft das am Ende auf sowas hinaus, ob man die Welt bestehen lässt oder eben nicht, ne? Oh, please. It must be you. I am so terribly frightened of timidly rotting away like those fools on the outside. Hm? Oh, I like... Okay. Ich könnte ihn auch einfach umbringen, aber er kommt ja wahrscheinlich eh wieder dann. So, du da. Ah, okay. Ich dachte, du bist so ein Ninja, deswegen wollte ich dich ein bisschen von hinten angreifen. Ich hoffe, das war jetzt kein wichtiger NPC. Aber sieht nicht so aus, da steht nämlich noch einer von denen rum. Und ich konnte ihn, glaube ich, anvisieren. Ja, wenn ich ihn anvisieren kann, ist es, glaube ich, kein NPC. Zumindest nicht, solange er noch
nicht feindlich gesonnen ist. Eieiei, so wenn ich jetzt hier... Oh, guck mal, schon wieder ein Bonfire. Also, es ist jetzt schon das vierte Bonfire, oder? In diesem Gebiet. Also ich meine, ich will mich ja nicht beschweren, aber es sind schon einige hier, muss man mal ganz klar sagen. Es sind schon einige. So, hier müsste es doch irgendwo, wenn mich mein Orientierungssinn nicht täuscht, müsste ich von hier irgendwo... Das sieht so wie eine scheinbare Wand aus, das gibt's doch gar nicht. Hier irgendwo muss doch dieser Gang sein, wo ich zu diesem Item rüberspringen kann, oder nicht? Ach Mist, da muss ich noch weiter nach oben. Aber wie komme ich noch weiter nach oben? Ich meine, da rüber zu gehen, ergibt da ja nicht so wirklich Sinn für. Ich muss da hin. Und um da nach oben zu kommen, muss ich darüber. Okay, gut, dann macht es doch Sinn, darüber zu gehen. Alles gleich. Und gut, so ich sag mal so, solange hier keine... Solange hier keine weiteren Ninjas kommen, bin ich eigentlich recht froh. Oh, der hat sogar überlebt. Solange hier keine weiteren Ninjas kommen, bin ich ja eigentlich froh. Hier war doch aber gerade noch irgendjemand, der... Oh Gott, da laufen ein paar rum. Ah, hier. Oh, na klar. Schönes Gift, danke. Ich dachte, der wäre noch nicht tot. So, wo ist denn der andere jetzt? Der hat keinen Bock mehr. Warum überleben die denn jetzt? Finde ich nicht so fair. War das jetzt Toxin oder normales Gift? Das ist immer so schwer. Glut. Na gut, wir gehen einfach mal weiter, ne? Wo kommen wir denn jetzt hier hin? Hier gibt es echt eine ganze Menge Wege. Ich wette, ich übersehe wieder die Hälfte. Okay. Ich dachte jetzt echt, der ist ein NPC, weil der mich nicht angegriffen hat. Ich hätte einfach gucken sollen, ob ich ihn anvisieren kann. Vielleicht kann ich auch von hier schon springen. Ist klar, Leute. Ganz ruhig bleiben. Aber da unten war ich ja. Ich muss hier irgendwie hin. Ah, warte mal. Ich kann aber darüber springen. Sehr schön. Das ist doch schon mal sehr gut. Dann kriege ich schon mal das. Ich wette, auf den Dächern sitzen noch mehr von denen. Oh, da ist einer. Hör auf zu spucken. Sieht fast ein bisschen wie bei Bloodborne aus, ey. Oh, das war scheiße. Das war richtig schlecht. Da bin ich ja voll reingesprungen. Es hätte fast sein können für mich jetzt. Vielleicht sollte ich mir noch sicherheitshalber so eine Antitoxin-Dinger kaufen. So, okay, wartet mal. Ich bleibe nochmal ganz kurz oben und guck noch, ob es hier noch irgendwas anderes Interessantes gibt. Bevor ich mich jetzt dazu entscheide, darüber zu springen. Wobei, die Gegner sind ja alle noch nicht wieder da. Ach, komm schon, du blöder Lizard. Danke. Toll, eine große Titanitscherbe. Von hier kaum ich doch. Warum leuchtet es da drin noch so? Keine Ahnung. Stimmt, hier war der Typ. Gut, dann muss ich nochmal ganz kurz den Weg nach oben finden, um das Item mir abzugreifen. Das hätte ich ja jetzt schon ganz gerne noch, muss ich ehrlich sagen. Die Lizards geben hier irgendwie nicht so. Ich denke mal, es liegt einfach daran, da man das Gebiet ja, wie gesagt, schon relativ früh theoretisch erreichen kann. Und wenn die Lizards hier die großen, mächtigen Steine geben würden... Huch, wo kommst du näher? Wär's extrem OP. Dann bräuchte man ja nur hier hingehen und nicht in die High-Level-Gebiete, ne? So. Okay. Hui! Yes. Krähenfedern. Ist das eine Waffe? Ja. Ach Gott, das hat ja mal eine Beschreibung.
Dieses von den Krähen-Dämonen-Rittern verwendete Stoßschwert bietet eine spezielle Waffenpaarung. Bei beidhändigem Einsatz können in der linken Hand 4 dünne Klingen geführt werden. In ihrer Hingabe zu Schwester Friede schworen die Krähen-Dämonen-Ritter, das Gemälde vor Feuer zu schützen und zu diesem Zwecke ihre eigenen Brüder zu vernichten. Federstachel beschwört vorübergehend gleichzeitige Abbilder 4 dünner, in der linken Hand geführter Klingen herauf. Ein Stoßangriff kann folgen, indem ein schwerer Angriff eingesetzt wird, wenn ein Treffer gelandet wird. Moment. Beidhändig. Wow. Wow. Das, lass mich erraten, das ist eine Geschicklichkeitswaffe, oder? Ja, ist eher ein Geschicklichkeitsding. Aber cool. Coole Waffe. Ich glaube, die nehme ich mir vielleicht irgendwann nochmal. Die ist echt cool. Muss man ganz klar sagen. So, die Frage ist, was will ich denn jetzt noch erreichen hier? Es ist ein bisschen blöd, dass man hier dauernd die ganze Zeit so backtracken muss. Weil, deswegen, aber das Gute ist, dass ich mich nicht ans Bonfire gesetzt habe. Dadurch muss ich nicht alles nochmal besiegen, sondern kann relativ simpel hier backtracken. Achso, ich dachte schon, der lebt auf einmal wieder. Also hier gibt es echt eine ganze Menge zu erforschen, glaube ich. Wie gesagt, das Ganze, uns fehlt ja noch dieser große Turm auf jeden Fall. Den müssen wir auf jeden Fall auch noch erforschen. Und da drüben ist auf jeden Fall auch noch eine ganze Menge, aber ich würde fast sagen, wie wir da drüben hingehen und wie wir mal schauen, was es da noch alles so zu finden gibt, das seht ihr in der nächsten Folge von Let's Play Dark Souls 3. Bis dahin, ciao.